Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Wir machen gleich da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Über eine Bewertung des Videos oder ein Kanalabo würde ich mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Diese zwei Steine hier nehme ich jetzt mal als Linie. Ich habe 21 Punkte. Entfernung 28 Meter. Ja. Das hat auf jeden Fall jetzt ausgereicht. 69,1 Punkte. Und alle ziemlich auf dem gleichen Punkt. Ein Streuschießen hier. Jawohl, wer ist der größte, beste Meisterschütze im ganzen Tal? Will dir nicht zu viel der Feind, du hast ja auch viel mehr Erfahrung als ich. Sicher, sie schon jetzt meine Belohnung. Das werden wir sehen, ich werde noch mehr üben und am Ende werden dir das Grinsen dann aus dem Gesicht wischen. Wischen ist mir recht, ob dir das wirklich gelingt, werden wir dann bei der nächsten Gelegenheit sehen. Okay, sind wir wieder back to back und muss jetzt auf die nächste Jahreszeit warten, sonst geht die Geschichte bei ihm nicht weiter. Okay, Unigos Geschichte mit dem Sambor nochmal quatschen. Der hat zwar immer relativ viel erzählt, aber ich höre es mir trotzdem nochmal an. Guck aber vorher, was bei den Dorfleuten los ist. Aber da ist nur das übliche Dilemma. Das heißt, ich kann guten Gewissens nochmal zum Sambor laufen. Und nochmal mit dem da hinten quatschen. Verlorene Lieferung am Strand. Ein bisschen Hopfen nehmen wir mit hier, sagen wir nicht nein. Am Ufer habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal was gefunden. Mein gut, allzu viel Ufer habe ich selber jetzt bei mir oben nicht. Ich bin ja eher am Berg und habe nur so einen kleinen Fluss. Aber das ist mir neu gewesen. Man lernt nie aus und es gibt immer irgendwie doch das ein oder andere, was man auch noch nicht verstanden hat, oder? Was einem noch neu begegnet hier, das mag ich. Sonst zur Lage im Wald hatte ich schon öfter getroffen, ob verlassen oder jetzt eben mit Banditen. Das kommt ja häufiger vor. Aber so was hier, das ist neu gewesen. Naja. Es ist, wie es ist. Auf jeden Fall sollte ich auf dem Rückweg mir ein bisschen Holz einpacken gehen. Hier ist ja relativ viel Ahorn. Oder waren das Ahorns? Ja. Und Ahornbäume, weil das ist die Holzsorte, die dann doch das meiste an Stämmen abwirft, wenn man die abbaut. Ahorn 4, Fichte 3 und Birke gibt halt nur noch 2 Stämme. So. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube so prinzipiell, das hier wäre halt auch eine ganz gute Region gewesen, so zum Bauen hier, weil einfach da sau viel Holz ringsrum ist. Ewig viel Ahorn. Relativ eben. Wasser auch so halbwegs in der Nähe. Aber mei, gut, ne? Hätte man es im Vorfeld gewusst, hätte man vielleicht das ein oder andere anders strukturiert und anders aufgebaut. Aber wir fangen an, wir spielen weiter und machen keine 5 Restarts hier. Okay. Mr. Sambor, wie geht die Geschichte um Unigost weiter? Warum hat das so lange gedauert? Ich habe gehört, dass du nach mir gesucht hast. Du musst sie töten. Warte langsam, wovon redest du? Von der verdammten Eule natürlich. Kannst du sie nicht hören?
Das nennt sich wilde Tiere. Du lebst hier so gut wie im Wald. Das ist nichts Neues. Halt mich jetzt bloß nicht für einen alten Narren, Junge. Das ist verrückt. Diese verdammte Eule macht mich verrückt. Versuch dich zu entspannen und mir das Problem zu schildern, wenn du meine Hilfe willst. Ich kann nicht schlafen wegen diesem verfluchten Vogel. Sie macht Schuhuhu und Schuhuhu und Schuhuhu. Ich will sie tot sehen. Warum kümmerst du dich nicht einfach selbst darum? Ich jage nicht mehr. Ist das dein Ernst? Du lebst in einer Jagdhütte. Ich habe das hier nicht gebaut. Der Jäger ist vor einer Weile gestorben und ich habe es übernommen. Es gefällt mir, zumindest hat es das, bevor diese verdammte Heule hier aufgetaucht ist. Und wenn ich das fragen darf, du darfst mich nicht fragen. Kaufst du dein Fleisch stattdessen? Ich sehe hier keine Hühner oder dergleichen. Hör mir jetzt gut zu, du kleiner Hosenscheiße. Ich schulde dir überhaupt keine Erklärung. Jetzt nicht und auch nicht in Zukunft. Aber wenn es dafür sorgt, dass du Ruhe gibst, nein, ich kaufe kein Fleisch. In letzter Zeit halte ich mich eher an Gemüse und Getreide. Das ist genau das, was mein Essen ist. Verdammt, du bist so nervtötend. In meinem Leben habe ich einige Dinge getan, die... Schlimme Dinge. Dinge, die man nicht tun sollte. Ich nicht und niemand sonst. Das hat sich verändert, als ich deinen Onkel getroffen habe. Er hat mir dabei geholfen, ein paar Dinge wieder gut zu machen. Zumindest auf eine Weise. Als sich unsere Wege dann trennten, habe ich mir etwas geschworen. Keine Gewalt mehr, kein Blut mehr an meinen Händen. Aber wenn du mir weiter auf die Nerven gehst, dann nehme ich diesen Schwur zurück. Willst du das? Du musst mich entschuldigen. Ich habe eine Eule zu jagen. Ja gut, dann suchen wir wohl mal die Eule hier, ne? Also man muss jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auf Sound spielen. Oder ist der hier die Eule? Das ist doch hier die Eule. Was zum Teufel, ich hätte den fast abgeknallt. Avos. Verzieh dich, ich arbeite. Und was genau machst du hier? Das geht dich gar nichts an. Oh, ich denke doch, du bist die verdammte Eule, nicht wahr? Keine Ahnung, wovon du redest, Kumpel, aber ich würde abhauen, wenn ich du wäre. Weißt du überhaupt, was du hier gerade anstellst? Ja, die einfachsten Münzen meines Lebens verdienen, der Rest ist mir egal. Ach wirklich? Ich würde nämlich geschickt, um diese lärmende Eule zu töten. Versuchst du etwa mir zu drüben? Überlege dir gut, was du als nächstes sagst. Nein, ganz und gar nicht. Ich bin es nicht, vor dem du dich fürchten solltest. Du solltest eher vor dem Angst haben, der mich geschickt hat. Ja, und wer soll das denn sein? Sambor. Gut, ich kenne nämlich keinen Moment, hast du Sambor gesagt? Yep, das ist richtig. Hört zu, Mann, ich will keinen Ärger. Mir wurde gesagt, ich soll hin und wieder hierher kommen und so tun, als wäre ich eine Eule. Ich hatte keine Ahnung, dass ich mich mit deinem Boss anlege. Ich verschwinde und komme nie wieder. Bitte lass mich einfach gehen. Glaubst du wirklich, dass du nach dieser Sache einfach so gehen kannst? Sambor ist stinksauer. Entspann dich, sag mir einfach, wer dich angeeuert hat und du kannst verschwinden. Hab's jetzt nicht auf Tod und Verderben aus. Es war Wohlrat. Er lebt in einer Ortschaft, die Tschki heißt. Das ist alles, was ich weiß, ich schwöre. Ich glaube dir und ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde, denn falls ich das tun sollte... Das wirst du nicht, es ist die Wahrheit. Ich komme nie wieder hierher. In Ordnung, dann kannst du gehen. Na gut. Wer auch immer ihm hier auf die Nerven gehen wollte. Und warum? Wir quatschen nochmal mit Sambor. Ich habe mich um deine Eule gekümmert. Ist sie tot? Nein, aber er ist fort und wird nicht zurückkommen. Er? Ich weiß, es klingt verrückt, aber es war eigentlich gar keine Eule. Es war ein Mann, der dafür bezahlt worden ist, eine Eule zu spielen. Was redest du denn da für einen Unsinn? Glaub mir, ich weiß, wie das klingt, aber angeblich hat ein Mann namens Wohlrat ihn angeeuert. Du kennst ihn? Ah, dieser alte Hundesohn. Er hat wirklich
ich dran gekriegt. Also kennst du, natürlich kenne ich ihn. Er war einer von uns, die glorreichen fünf. War er das wirklich? Die Eule meinte, er lebt in einer Ortschaft, die Tutki heißt. Ja, es ist nicht weit von hier. Er lebt dort mit seiner Familie und verkauft Esel. Das passt irgendwie. Ein dummer Esel war er schon immer. Ich würde ihn zu gerne treffen. Und das wirst du auch. Du wirst ihm ein Päckchen von mir vorbeibringen. Lass mich raten. Noch mehr Ohrfeigen? Nein, dieses Mal ist das ein echtes Geschenk. Und was soll das denn sein? Eine besondere Überraschung. Aber du musst später dafür wiederkommen. Ich brauche etwas Zeit, um es, naja, vorzubereiten. Ach, weißt du, komm morgen wieder. Ich mache es etwas größer. In Ordnung, wir sehen uns morgen. Naja, jetzt ist es von der Tageszeit her eigentlich noch nicht so, was es sich lohnen würde, mitzugehen. Aber ich habe doch eine Schaufel. Irgendwo im Inventar. Ich glaube, hier gab es doch Ton. Ja. Und ich meine, es gab auch eine Fähigkeit, dass man beim Graben auch mal irgendwie wertvolle Sachen finden konnte. Naja, gut, hier wird. Da bräuchte man hier nochmal Skillpunkte. Aber dann kann ich ein bisschen Ton ausgraben in der Zwischenzeit. Auch wenn es gar nicht so viel ist, wie es scheint. Um da ein bisschen Tonbewurf mal draus zu machen. Und die letzten Häuschen hier. Was bist denn du? Seltsames Holzrähchen. Ein Dekorationsobjekt, seltsame Rehfigur, die im Schlamm gefunden werde. Wer könnte sie nur hergestellt haben? Weiß nicht, ob das jetzt beim Ausgraben gerade passiert ist oder. Hier liegen lauter so Sachen. Ich bin auf sein Geschenk tatsächlich gespannt. Und noch verwirrter bin ich, dass hier lauter kleine Rehe rumliegen. Also vor allem so viele, wieso denn? Gibt's ganz viele von denen, die liegen da rum, ja, ich merke schon. Aber die verkaufen? Ja, tatsächlich. Ja, bringen gut Kohle, das war auch mein Gedanke. Ja, oder man stellt sich halt irgendwie eine ins Haus rein oder zwei. Aber dann hatte der wohl Langeweile und hat immer so ein bisschen vor sich hin geschnitzt wahrscheinlich. Gerade, dass es immer nur Rehe sind und nicht ein bisschen Kontrast. Gibt ja noch mehr Tierchen hier, außer ein paar Rehe. Aber naja. Kann man jedenfalls die Zeit hier mit seltsamen Rehen suchen und Bohnen abgraben, ein bisschen überbrücken bis zum nächsten Tag. Ach du Heiliges, hier liegt ja eine ganze Reh-Armada. Oder ein ganze, ja, wie sagt man da? Horde, Meute, Rotte. Weiß nicht, wie man die Mehrzahl. Ein Rehrudel? Nein. Ein Reh und Hirsch. Kommt gerade nicht drauf. Aber gibt es bestimmt auch ein Wort dafür. Es gibt ja für alles mittlerweile ein Wort. Bei Wildschweinen wäre es eine Rotte, glaube ich. Bei Hirschen, also bei Wölfen, ist es ein Rudel? Was ist es bei Rehen? Keine Ahnung. Na gut, ich grabe jetzt hier mal nicht mehr weiter. Seltsame Figuren scheint es hier keine weiter mehr zu geben. Ja, jetzt ist die Frage. Es ist halt auch wieder der letzte Tag vom Winter. Eigentlich wäre es jetzt schlau. Aber das könnte knapp werden von der Zeit, am Dorf vorbeizugehen, Inventar nochmal leer zu machen und dann diesen, ich baue das ganze Erzzeug in der Mine ab und lass mich raus teleportieren, Trick mal zu probieren, aber dafür bräuchte ich auf jeden Fall eine neue Spitzhacke dafür.
Meine hält es nicht mehr aus, die hat nur noch 1% oder so. Oder 1,5. Ist nach ein, zwei Schlägen kaputt. Aber ich kann es probieren. Werd mir nur wahrscheinlich ein Rezept dann für eine Bronze oder Kupferspitzhacke kaufen müssen. Es sei denn, ich habe zufällig Glück und finde auf dem Weg zurück noch irgendwie ein Lager, wo so eine neue, gebrauchte oder fast neue Eisenspitzhacke rumliegen würde oder auch aus einem anderen Material. Aber das wäre mit etwas Glück verbunden. Das kann ich nicht beeinflussen. Schön wäre es, aber kann man nur gucken und hoffen. Allzu weit, dann sind wir auch wieder im Dorf. Gut, die Hälfte haben wir zurückgelegt. 1100 Meter waren es von der Sambor-Hütte aus. Jetzt sind es nur noch 500 Meter. Gut eine Stunde im Spiel quasi jetzt hier hingesprintet für die 800 Meter. Ja, könnte knapp werden, aber es müsste funktionieren. Ich weiß nicht, der Tag resettet ja auch nicht sofort. Um 0 Uhr, ich glaube, das ist ja früh um, keine Ahnung, 3 Uhr oder sowas erst. Das heißt, das geht sich, glaube ich, schon noch aus. Jetzt haben sie in der Verwaltung jetzt hier wieder Neues. Irgendwas ist neu. Die Jagdhütte, nee, die Fischerhütte hat wieder mal kein Werkzeug. Dass dieser Fischerspeer scheint wieder kaputt zu sein. Das ist irgendwie, weiß nicht, dieses Fischerding ist noch nicht so ganz rund hier. So, spute dich. Zuerst einen Blick in der Schmiedehütte vorbei machen und gucken, ob ich eine Spitzhacke aus irgendeinem Erz herstellen kann oder Metall. Oder ob ich mir da ein Rezept für kaufen müsste. Ich gucke erstmal beim Kupfer. Da gibt es keine Spitzhacke. Die gibt es erst ab Bronze für 350. Ja, kaufen wir halt mal. 4 Bronzebahnen, 1 Holzstamm. Das heißt, ich packe hierher die ganzen Sachen, die ich gekauft habe. Moin Jetschi, wunderschönen guten Abend, der grüßt dich. So, wenn ich möglichst wenig mitnehmen will. Das kann ich in mein Haus packen, so halt Bronze zum Bronze herstellen. Im besten Falle hätte ich 2 dabei. Das heißt, Kupferbahn habe ich hier 17, ich brauche 4 für 1, wären es 8 für 2. Habe ich noch 8 Zinnbahnen? Ne, ich habe 4 Zinnbahnen und 14 Erz. Na gut, dann geht es zumindest so weit hin genau aus. Und 2 Stämme bräuchte ich noch. Jetzt schiebe ich bei dir alles fit.
hoffe, dir geht's gut und deine Streams waren gut die letzten Tage. Warst zufrieden. Okay, so, also. Selber auch kann mich tatsächlich gerade nicht beschweren. Oh nein, es braucht mehr Erz. Aber mir geht's gut, tatsächlich. Kann nicht meckern. Alles soweit im Lot. Ich krieg aber nur... Naja gut, ich stelle sie trotzdem mal alle her, auch wenn ich mehr gebraucht hätte. Naja, egal. Kann ich immerhin eine Bronze-Spitzhacke herstellen und die dann mitnehmen, bei meinem Vorhaben hier nochmal möglichst viel Erz mit rauszunehmen, bevor die Jahreszeit wechselt. Ja, ich kann nur eine herstellen, egal. Eine ist besser als keine. Okay, das heißt nochmal auch Inventar so gut wie es geht ausleeren, damit ich möglichst viel tragen kann. 40 Kilo sind mir da dann doch zu viel. Also, ich lasse hier die Bronzebarren, den Holzstamm, die zwei Kupferbarren. Die Figuren packe ich ins Haus, bisschen was zu essen ist nicht verkehrt. Und von den Werkzeugen lasse ich dann, glaube ich, auch den größten Teil mal in meinem Haus liegen, so dass ich nur die Spitzhacken mitnehme und sicherheitshalber die Armbrust zur Verteidigung. 19.12 Uhr, ja, es wird enger und enger, aber es geht sich aus. Und dann probiere ich diesen... Ich lasse mich in mein Haus teleportieren. Ja, Lifehack oder Medieval Hack zumindest mal aus. Okay, also ich brauche nicht den Hammer. Nicht die Axt. Nicht eine Schaufel. Steinmesser Säckchen. Das habe ich alles an, das lasse ich. Die noch da. Na gut, 120 Kilo kriege ich es nicht gedrückt. Dann nur noch mal ein bisschen was essen. Um noch ein bisschen Gewicht zu sparen. Und dann muss ich, wie gesagt, jetzt mich ein bisschen sputen, dass ich hier noch in die Mine komme. Wenn ich alles Mögliche an Erz abbauen will und das noch ein bisschen hin und her tragen möchte. Damit ich, wenn Zeit umspringt und mich zwangs in mein Haus schickt, egal wo ich bin, voll beladen bin, muss das ja ein bisschen vorbereitet werden. Okay. Weil ich kann ja immer nur eine gewisse Anzahl an Ressourcen gleichzeitig im Rucksack haben, bevor ich zu schwer beladen bin. Das heißt, ich muss mir einen Punkt suchen, an dem ich möglichst alles irgendwie lagern kann. Und dann immer wieder ableg, aufnehmen, ableg, aufleg, aufnehmen, ableg und so weiter und so fort, bis dann die Zeit umspringt. Das heißt, ich muss zwischendurch immer mal ein bisschen speichern, dass ich den Punkt dann nicht verpasse, weil ich nicht im Kopf habe, wie viel Uhr das passiert. Aber das kriege ich hin. Solange mich der Bär jetzt nicht frisst, ist die Welt in Ordnung. Aber auch das wird, glaube ich, werden. Ja, die Steine von vorhin müssten auch noch da sein. So, wir machen jetzt hier den ersten Autosave. Gucken muss, ob ich am Bär vorbeikomme, ohne dass der Bock auf mich hat. Ist dieses Mal tatsächlich relativ nahe am Höhleneingang. Ich meine, ich könnte ihn auch erschießen, aber ich hätte halt keinen Nutzen von ihm gerade. Oh, jetzt läuft der noch weiter zum Eingang hin. Aber ich scheine mich lautlos genug bewegt zu haben bis zu dem Punkt hier.
Das sind die Steine von vorhin, die kann ich schon mal mit einpacken. Aber ich glaube, der Bär kommt. Das ist nicht so cool. Zumal ich weiß, dass die Höhle irgendwann ein Ende hat. Und das ist hier. Okay, schade. Dann muss ich den Bären vielleicht doch vorher erschießen. Der ist gerade einfach zu nah am Tor. Ich meine, ich hätte mich auch nicht... Oder ich muss in die andere Richtung rumschleichen, sollte der wieder nach rechts laufen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Weil er hört mich ja nicht. Er hat mich ja nur dann gehört, als ich so diesen kleinen Dropdown-Sprung gemacht habe. Das hatte mich ja... verraten. Aber jetzt läuft er auch ein bisschen anders. Das heißt, es ist bessere Chancen hier habe. Gut, ein bisschen die Enden oder das Ende des realistischen Programmierens, weil eigentlich müsste er mich sehen und riechen, wenn du danach gehen willst. Aber ja, letzten Endes ist es nur so, dass ich gehört werden kann. Nicht so leicht gesehen oder gerochen. Okay, so. Was haben wir denn hier alles? Warte. Ich mach hier noch meine Speicherung. Wir haben es jetzt 20.40 Uhr. Ich glaube, da geht tatsächlich relativ viel. Ich glaube, die größte Herausforderung ist es jetzt mit dem eher schwammigen Licht gerade, die Sachen noch zu sehen. Aber gut. Das werde ich irgendwie hinkriegen. Naja, und jetzt bin ich jetzt schon so schwer beladen, dass es echt schon kaum mehr möglich ist zu laufen. Das heißt, einmal alles ablegen.